Ja, erstmal freue ich mich natürlich, dass ich wieder auf dem Platz stehen konnte und es wurde ja mal Zeit. Und ja, es war ein schweres Spiel. Aue hat uns natürlich das Leben schwer gemacht. Kam relativ schlecht ins Spiel, da haben wir ein paar Minuten gebraucht. Dann haben wir doch die erste Halbzeit, ja, ich will jetzt nicht sagen kontrolliert, aber doch vielleicht ganz ordentlich gespielt und die eine oder andere Möglichkeit ja auch gehabt. Es war jetzt nicht die glasklare Chance dabei. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann noch mehr in die Hand genommen und waren fußballerisch auch eigentlich am Drücker. Hatten dann mit Benny Goller die Riesenchance, glaube ich, um in Führung zu gehen. Hinten raus hatte Aue dann halt die zwei Chancen, wo wir dann natürlich ein bisschen Glück hatten. Und Gersi halt, der den Freischuss vor allen Dingen gut rausholt. Ja, und ja, dann können wir mit dem Punkt halt ganz gut leben. Ja, in erster Linie sind alle froh, dass wir ein bisschen regenerieren können jetzt erstmal. Ich weiß nicht bei Hoffi und bei Kyong, wie es ausschaut. Die sind ja zu Untersuchungen unterwegs. Dann müssen wir abwarten. Ich meine, es geht ja morgen dann schon wieder los Richtung Hamburg. Ansonsten ist die Stimmung ganz gut. Ich meine, wir sind weiterhin, oder was heißt weiterhin? Wir sind wieder ungeschlagen und haben zu Null gespielt. Ja, ich glaube, es ist schön, alle 3 Tage zu spielen, obwohl es natürlich nicht einfach ist, nach der Quarantäne und 2 Wochen mehr oder weniger ohne Bewegung jetzt dann so durchzustarten da und die vielen Spiele zu haben. Aber ja, wir machen das Beste draus. Man hat es auch gestern gesehen, dann muss Kyung leider raus und Hoffi raus und dann kommen andere rein und geben auch Vollgas und wir können es im Moment sehr gut auffangen und so soll es dann auch weitergehen. Der HSV steht natürlich mehr unter Druck wie wir, glaube ich. Sie wollen ja noch aufsteigen und ja, wir werden da auch wieder alles reinhauen von der ersten Minute an. Und wir wollen natürlich da was mitnehmen, wenn nicht sogar, wenn es geht, gewinnen. Müssen natürlich aufpassen. Hamburg hat natürlich eine spielerische Qualität, aber es werden sich auch Möglichkeiten für uns ergeben. Müssen gut stehen, kompakt stehen, jeder für den anderen wieder da sein, so wie jetzt die letzten Spiele auch. Und dann, denke ich mal, ist der Ausgang völlig offen.